Heute verrate ich Ihnen 14 Zeichen, dass Ihr Vorstellungsgespräch perfekt läuft. Wenn Sie das wissen, können Sie erstens das, was gut läuft, während des Gespräches verstärken und zweitens, Sie wissen nach dem Gespräch genau, woran Sie sind. Mein Name ist Martin Wehle. Sie kennen mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und auch Karrierebuchautor und gleich geht's los. Ja, hier bin ich wieder und jetzt kommt das erste gute Zeichen. Sie merken, dass die Begrüßung richtig herzlich ist. Sie merken, dass Ihre Gesprächspartner sich über Ihr Kommen freuen und dass sie sich ernsthaft interessieren für Sie und auch wollen, dass Sie sich wohlfühlen, Ihnen Getränke anbieten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn ein grundsätzliches Wohlwollen da ist. Zweiter Punkt. Das Gespräch beginnt und Sie stellen fest, Mensch, die haben sich wirklich mit meinem Lebenslauf befasst. Die stellen Fragen, die sich individuell auf meine Vita beziehen. Gute Vorbereitung findet meist nur dann statt, wenn man einem Kandidaten ernsthafte Chancen einräumt. Dritter Punkt. Sie sehen, wenn Sie sprechen, immer wieder, dass die mit dem Kopf nicken. Diese nonverbale Zustimmung weist darauf hin, dass die Sie gut finden, dass die Ihre Aussagen gut finden. Das kann ein gutes Zeichen sein. Vierter Punkt. Sie merken, dass interessierte Nachfragen kommen. Sie haben das gerade erläutert, da würde mich noch ein Punkt interessieren. Sie sagen, Sie haben Erfahrung im Vertrieb, wie haben Sie eigentlich? Und Sie merken, es ist keine kritische Nachfrage, sondern es ist eine interessierte Nachfrage. Eine Nachfrage, die herausfinden will, wie gut Sie für den Job geeignet wären, also konstruktive und nicht destruktive Richtung. Fünfter Punkt, Sie erleben eine zugewandte Körpersprache. Das heißt, statt so zugeknöpft zu sein und zurückgelehnt, merken Sie, dass sich Ihre Gesprächspartner immer wieder ein Stück nach vorne neigen zu Ihnen, als wäre das so ein Magnet. Das passiert automatisch, wenn man jemanden interessant findet, dass man sich ihm zuwendet, dass man etwas näher rückt. Daran können Sie erkennen, es läuft ganz gut. Sechster Punkt. Das ist was mit der Evolution zu tun hat. Wenn die Menschen am Sprechen sind und sie nehmen die Hände mit und sie merken, dass die öfter mal die Handflächen zeigen, also nicht so, sondern so, ist das ein richtig gutes Zeichen, denn in der Evolution war es so, wenn ich eine Waffe hatte, wenn ich ihnen etwas Böses wollte, dann durfte ich ja bloß nicht meine Handflächen zeigen, dann hätten sie gemerkt, hier ist ein Stein drin und ich will ihnen den gleich auf den Kopf draufhauen. Darum, gezeigte Handflächen sind unbewusst ein Symbol dafür, dass ich jemandem vertraue und dass ich jemanden partnerschaftlich behandle. Ein gutes Zeichen für sie. Siebter Punkt. Es gibt viel Augenkontakt. Die Blicke sind auf Sie gerichtet. Die Blicke werden lange gehalten. Das ist ein Zeichen für Sympathie. Und das Wort Ansehen kommt ja daher, dass Sie angesehen werden. Wenn das der Fall ist, ist das immer ein Zeichen, dass es gut läuft. Achter Punkt. Sie merken, dass Sie immer wieder ein Lächeln auf die Gesichter zaubern. Und dieses Lächeln ist natürlich eine Sympathiebekundung, die zeigt, dass Sie hier gut ankommen mit Ihren Aussagen und wahrscheinlich auch als Persönlichkeit. Neunter Punkt. Sie schauen auf die Uhr und stellen fest, wir sprechen jetzt schon über eine Stunde. Wenn ein Vorstellungsgespräch über eine Stunde dauert, ist es immer ein Zeichen dafür, dass Sie gute Chancen haben. Denn kein Personaler würde sich so viel Zeit nehmen, wenn er einen Kandidaten schon abgehakt hat. Zehnter Punkt. Der Konjunktiv wird über Bord geworfen. Also wenn Sie bei uns anfangen würden, dann... Das ist der Konjunktiv. Also wenn Sie bei uns anfangen, dann haben Sie das und das zu tun. Das ist schon deutlich stärker. Und wenn der Konjunktiv in den Sätzen nicht mehr vorhanden ist, zeigt es Ihnen, dass die sich schon intensiv mit dem Gedanken beschäftigen. Sie fangen bald dort an. Ich komme auf den 11. Punkt zu sprechen. Es wird nach Ihrer Gehaltsvorstellung gefragt und es wird vielleicht sogar auch etwas intensiver verhandelt, bis man eine Lösung hat. Dieser Prozess wäre nicht notwendig, wenn man der Meinung wäre, Sie sind der falsche Kandidat oder die falsche Kandidatin. Also je ernsthafter dieses Gehaltsgespräch stattfindet, desto eher ist es ein Hinweis auf Ihre guten Chancen. 12. Punkt. Man fragt Sie ganz ausdrücklich nach Ihrem möglichen Eintrittstermin. Wann könnten Sie bei uns anfangen? Wie kurzfristig geht das? Vielleicht fragt man Sie sogar noch, ob Sie Resturlaub haben und ob Sie noch ein bisschen früher starten könnten. Das würde man sich sparen, wenn man ihnen nicht ernsthafte Chancen einräumte. Das scheint hier der Fall zu sein, also ist es ein sehr gutes Zeichen. 13. Zeichen, das extrem gut ist. Man sagt ihnen, wollen Sie vielleicht Ihre möglichen Kollegen kennenlernen? Eventuell lässt man sogar das Wort möglich weg und sagt, wollen Sie Ihre Kollegen kennenlernen? Und wenn man Sie den Kollegen vorstellt, wenn man diesen Kontakt herbeiführt,
ist es ein sicheres Zeichen, dass Sie ernsthafte gute Chancen haben, erst recht dann, wenn Sie bei den Kollegen auch genauso gut wie im Vorstellungsgespräch ankommen. Und jetzt noch der 14. Punkt, das ist ein sehr verbindlicher Abschied. Man verabschiedet sich von Ihnen, man ist bei diesem Abschied herzlich, man sagt, Sie werden von uns hören innerhalb der nächsten 10 Tage, wir melden uns, und da merken Sie schon, dass hier eine Art Beziehung entstanden ist und dass daraus mehr werden kann. Was können Sie nun tun, um das Positive in diesem Gespräch zu verstärken? Es gibt ganz einfache Regeln. Achten Sie darauf, was Sie erzählen müssen, damit Sie die höchste Aufmerksamkeit haben. Wenn Sie merken, Sie werden angeschaut, Sie haben die Blicke, Sie haben das Interesse, Sie haben starke Rückfragen, dann sind das Themen, die Sie öfter ansprechen sollten. Also wenn Sie merken beim Reden über Ihre soziale Kompetenz, dass die Ohren sich ganz weit öffnen, dann sprechen Sie bitte immer wieder über Ihre soziale Kompetenz. Tun Sie das, was sich bewährt, öfter und lassen Sie das, bei dem das Interesse abflacht, einfach öfter bleiben. Das ist ein super Rezept, um Ihr Gespräch in eine positive Richtung zu steuern. Und jetzt noch ein super Rezept. Ich habe für Sie einen kostenlosen Quick-Check entwickelt. Sie können durch das Beantworten weniger Fragen herausfinden, wie gut sind Sie auf Ihr Vorstellungsgespräch vorbereitet. Ich schicke Ihnen einen kostenlosen Ergebnisreport mit Tipps. Nutzen Sie das unbedingt. Klicken Sie jetzt auf diesen Quick-Check und falls Ihnen das Video gefällt, Daumen nach oben. Abonnieren Sie den Kanal. Ich freue mich. Ihr Martin Werle.